Volle Tribünen im Steinbergstadion in Leogang. Das öffentliche Training der serbischen Nationalmannschaft lockte nicht nur zahlreiche Journalisten in den Pinzgau. Zahlreiche Fans des WM-Teilnehmers kamen in die neue Fußballanlage der Wintersportgemeinde. Ja, es ist eine besondere Aufregung. Ne? Also man bekommt dieses Bild nicht jeden Tag zu sehen. Ne? Es ist was Besonderes, wirklich. Sind Sie da aus der Gegend? Oder? Nein, wir kommen aus Linz-Land, also noch hinter Linz, sind wir angereist hier. Ne? Einen Tag ist die serbische Mannschaft jetzt schon im Pinzgau. Trainer Antic ist bereits voll des Lobes für Leogang als Trainingsstätte. Ich bedanke mich bei allen, die es möglich gemacht haben, dass wir hier das Paradies auf Erden vorfinden. Wir haben hier ideale Gegebenheiten, um uns auf die Weltmeisterschaft in Südafrika vorzubereiten. Die Spieler und ich sind sehr glücklich hier. Das Gastspiel der Serben wird nicht der einzige Auftritt eines Fußball-Top-Teams im Pinzgau sein. Gleich 12 internationale Mannschaften wird Leogang heuer noch beherbergen. Wir sind dabei, es zu steigern. Dafür notwendig ist es aber auch, zusätzliche Sportanlagen zu errichten. Eine Sportanlage ist ja mit ein paar Clubmannschaften relativ gut ausgelastet. Der Rasen muss sich ja auch wiederholen. Und mittlerweile planen bereits einige unserer größeren Hotelbetriebe selbst eigene Fußballplätze für diese Trainingscamps zu errichten. Sportlich ließen sich die Serben nicht groß in die Karten schauen. Im Gegensatz zu WM-Vorrundengegner Deutschland plagen sie kaum Personalsorgen. Die Deutschen müssen ja auf Kapitän Ballack verzichten, was die Serben allerdings nicht beeindruckt. Serbien spielt nicht gegen Michael Ballack, sondern gegen Deutschland. Natürlich wird es schwer gegen sie, ob mit oder ohne Ballack. Deutschland ist immer eine gute Turniermannschaft gewesen. Ob mit oder ohne Ballack, die Deutschen haben ihre Art und Weise zu spielen. Am Ende spielen wir aber 11 gegen 11. Ich hoffe jedenfalls, dass Serbien weiterkommt und es schlecht für Deutschland läuft. Das Gastspiel der Fußballstars stößt aber nicht nur auf Begeisterung. Gemischte Gefühle hat Arnold Pilko zur Anwesenheit der Fußballstars. Als Platzwart des SC Leogang ist er mit für die optimalen Trainingsbedingungen verantwortlich. Andererseits sind die Stollen der Stars auch eine ständige Bedrohung für die von ihm so gut gepflegte Grasfläche. Ich meine, es ist wirtschaftlich wahrscheinlich ein guter Zweig, aber ob sie nicht besser ihre Plätze bei einer kaputt machen und wir lassen unsere Mannschaften da spielen, weil ich muss zu unseren Mannschaften sagen, Burschen, ihr dürft es doch eh nicht spielen, weil die kommen die Trainingsmannschaften. Und sagt zu einer, wenn sie einen Grashalm umtreten, das tut nicht. Wir müssen den Platz schonen. Und die machen uns natürlich die Plätze kaputt. Und ausgerechnet nach dem Lamento des Platzwarts setzt den Leogang Starkregen ein. Die serbischen Starkicker waren davon allerdings nicht beeindruckt und ließen bei einem lockeren Trainingskick ihre Klasse aufblitzen. Vielleicht ist das auch für Arnold Pilko eine kleine Wiedergutmachung für den malträtierten Rasen.